Hi, mein Name ist Thomas von Finanzfluss und heute möchte ich euch erklären, was eine Anleihe ist, wie riskant eine Anleihe ist und warum es sich lohnt, diese mit Aktien zu mischen. Um zu verstehen, was eine Anleihe ist, müssen wir erstmal die Begrifflichkeiten klären. Man bezeichnet sie auch als Obligation oder Rentenpapier. Häufig wird auch der englische Begriff Bond benutzt. Das ist aber genau dasselbe. Man sagt auch, dass eine Anleihe ein festverzinsliches Wertpapier ist. Das bedeutet ein Wertpapier, was in regelmäßigen Abständen einen festen Zinssatz bezahlt. Das ist allerdings nicht immer ganz richtig, weil es auch variabel verzinste Anleihen gibt, die zum Beispiel an die Inflation gekoppelt sind und somit keinen festen Zinssatz haben. Anleihen dienen als Finanzierungsmittel für Staaten oder Unternehmen. Dann heißen sie entweder Staatsanleihe oder Unternehmensanleihe. Die Staatsanleihe für Deutschland heißt zum Beispiel Bundesanleihe. Sie dient zur Finanzierung des deutschen Staates. Dasselbe gilt für Unternehmen. Wenn ein Unternehmen zum Beispiel ein anderes Unternehmen kaufen möchte, benötigt es Kapital. Um dieses Kapital nun zu bekommen, gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Entweder das Unternehmen gibt neue Aktien heraus und nimmt damit neue Aktionäre, also Miteigentümer, in das Unternehmen mit auf. Oder es gibt Anleihen heraus und emittiert Schuldscheine am Kapitalmarkt. Für diese Schuldscheine bekommt das Unternehmen Geld, das es dann am Ende der Laufzeit wieder zurückbezahlt. Während dieser Laufzeit muss das Unternehmen Zinsen bezahlen, wie bei einem üblichen Bankkredit. Schauen wir uns also einmal einen Emissionsprozess, das heißt das Herausgeben dieser Schuldscheine, etwas genauer an. Grundsätzlich besteht eine Anleihe immer aus drei Komponenten. Einmal dem Nennwert, einmal dem Kuponzins und einmal der Laufzeit. Der Nennwert ist die Stückelung, mit dem der Anleger dem Staat oder dem Unternehmen Geld leiht. Ist die Stückelung beispielsweise 100 Euro, leiht der Anleger dem Staat oder Unternehmen 100 Euro, das er am Ende der Laufzeit zurückbezahlt bekommt. Wenn der Anleger mehr als 100 Euro investieren möchte, muss er mehrere Anleihen a 100 Euro kaufen. Kommen wir nun zum zweiten Element, dem Kuponzins. Der Kuponzins ist der Zinssatz, zu dem der Staat oder das Unternehmen Geld leiht und dann an den Investor ausbezahlt. Meistens ist das jährlich, bei US-amerikanischen Anleihen ist es vierteljährlich, dann allerdings auch nur ein Viertel des Zinssatzes. Der Begriff Coupon stammt noch aus der Zeit, als an der Gläubigerurkunde, also dem Anteilsschein, kleine Coupons zum Ausschneiden draufgedruckt waren, die man jährlich ausschneiden musste und damit bei der Bank seinen Zinssatz einfordern konnte. Heute läuft das natürlich alles automatisch. Nehmen wir für unser Beispiel an, der Kuponzins beträgt 3% pro Jahr und die Laufzeit ist 5 Jahre. Dann bekommen wir für unsere Anleihe jedes Jahr 3 Euro, je Nennwert von 100 Euro, ausbezahlt und das 5 Jahre lang. Am Ende der Laufzeit, am Ende der 5 Jahre, bekommen wir nochmal die 100 Euro Nennwert zurückbezahlt. Das heißt, wir bekommen 3 Euro Zinssatz plus 100 Euro Nennwertrückzahlung, also beträgt unsere Auszahlung 103 Euro. Das dritte Element einer Anleihe ist die Laufzeit. In der Regel liegt sie irgendwo zwischen 3 und 7 Jahre, sie kann aber auch deutlich länger gehen. Manche Staatsanleihen haben Anleihenlaufzeiten, die über 30 Jahre liegen. Das bedeutet allerdings nicht, dass ihr 30 Jahre lang auf euer Geld warten müsst. Anleihen sind nämlich genauso wie Aktien börsengehandelt. Das heißt, ihr könnt eure Anleihen während der Laufzeit auch an der Börse kaufen oder verkaufen. Aus diesem Grund hat eine Anleihe genauso wie eine Aktie auch einen Kurs. Allerdings wird dieser Kurs nicht in Euro gemessen, wie zum Beispiel bei einer Aktie, sondern in Prozent. Steht eine Anleihe zum Beispiel bei 100%, bedeutet das, dass ihr 100% zahlen müsst und am Ende den 100%igen Nennwert zurückbekommen. Wir zahlen also für unsere Anleihe 100 Euro und bekommen am Ende 100 Euro Rückzahlung. Steht der Kurs zwischenzeitlich etwas niedriger, zum Beispiel bei 95%, müssen wir nur 95 Euro bezahlen, um 100 Euro des Nennwertes zu haben. Wir kaufen also die Anleihe günstiger. Ihr seht also, dass man mit einer Anleihe auf zwei unterschiedliche Arten Geld gewinnen kann. Einmal mit den Zinszahlungen und einmal mit potenziellen Kursgewinnen. Widmen wir uns jetzt einmal der Frage, warum manche Anleihen höher verzinst sind als andere. In dieser Tabelle seht ihr die Zinssätze der aufgelisteten Staatsanleihen. Hier seht ihr, dass zum Beispiel deutsche und japanische Staatsanleihen deutlich niedrigere Zinsen an ihre Investoren zahlen als zum Beispiel Griechenland, die mittlerweile bei 8% liegen. Das bedeutet, dass Anleger für deutsche und japanische Staatsanleihen deutlich weniger Zinsen bekommen, dafür die Staaten aber auch weniger Zinszahlungen leisten müssen.
Ausschlaggebend für diesen Unterschied ist das sogenannte Credit Rating, von dem ihr sicherlich schon mal gehört habt. Die größten Ratingagenturen, die diese Credit Ratings erstellen, heißen Standard & Poor's, Fitch und Moody's. Diese Agenturen beurteilen die Wahrscheinlichkeit, mit dem das Land oder Unternehmen, das geratet wird, pleite geht und somit seine Anleihen nicht oder nur teilweise zurückbezahlen kann. Da es in Griechenland zum Beispiel vor nicht allzu langer Zeit zu einem Schuldenschnitt kam, das bedeutet, dass die Anleger nur zum Teil ihren Nennwert zurückbekommen haben, müssen heute für griechische Anleihen deutlich mehr Zinsen gezahlt werden, da das Risiko höher eingeschätzt wird. Für dieses höhere Risiko möchten Anleger auch entschädigt werden und verlangen deswegen einen höheren Zinssatz. Griechenland auf der anderen Seite muss deswegen einen höheren Zinssatz bezahlen, um sich finanzieren zu können. Dieses Risiko drückt sich auch im Credit Rating aus. Deutschland hat beispielsweise die Bestnote mit AAA, AAA, während Griechenland ein CCC-Plus-Rating hat. Unternehmen können kein AAA-Rating erreichen, da sie grundsätzlich anfälliger sind als Staaten und somit ein höheres Risiko beinhalten. Auch wenn es Potenzial zum Spekulieren mit Anleihen gibt, ist es grundsätzlich eine weniger riskante Anlageform als Aktien. Im Falle einer Insolvenz werden Anleihehalter zuerst aus der Insolvenzmasse bedient und Aktionäre erst am Schluss. Aus diesem Grund eignen sich Anleihen sehr gut zur Risikominimierung in Portfolios. Zahlreiche Fondsmanager nutzen es, um ihre Fonds weniger riskant zu gestalten. Wie das genau funktioniert mit der Risikostreuung bzw. Diversifikation, haben wir euch in einem anderen Video erklärt, das wir euch unten in der Beschreibung verlinkt haben. Das war's zum Thema Anleihen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch. Wenn ihr noch Fragen oder Ergänzungen habt, postet es uns in die Kommentare. Falls du das erste Mal auf unserem Kanal bist, würden wir uns freuen, wenn du uns abonnieren würdest. Wir produzieren regelmäßig Videos und Tutorials zu den Themen Finanzprodukte, Investments und Anlagestrategien, um dir die Welt der Finanzen verständlicher zu machen. Wir wollen dir helfen, deine Finanzen selbst im Griff zu haben und unabhängig von Beratern Entscheidungen treffen zu können. Abonnier uns, um immer auf dem Laufenden zu bleiben.